dass eines Tages Landesparteiobmann werden würde, habe ich damals natürlich nicht geahnt, als ich ihn in einem kleinen Dorfwirtshaus in Walbersdorf gewonnen habe. Ja, da darf ich vielleicht vorausschicken, dass freiheitliches Denken in unserem Dorf eine große Tradition hat. Unsere Großväter waren Landbündler, unsere Väter waren beim VDU. Und Ende der 70er Jahre haben wir uns dann entschlossen, eine freiheitliche Ortsgruppe zu gründen. Ich war damals Bezirksparteiobmann, war nicht sehr begeistert von dem Job, das war nicht meins. Und so habe ich den Hans genötigt, also gefragt, nicht? Und er hat nach kurzen Zögern hat er dann zugesagt und hat auch diese Funktion übernommen und sehr bald auch im Bezirk Erfolg gehabt. Der Landesparteiobmann und Clubobmann Hans Schürz, mein lieber Hans, wir kennen uns bereits seit 2,5 Jahrzehnten. Seither kämpfen und laufen wir für die Freiheitliche Partei im Burgenland. Hans Schürz hat mit mir viele schwere Stunden erleben müssen in der Freiheitlichen Partei, wo wir die Trennung gehabt haben. Aber seine Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit hat uns weitergeholfen. Besondere Erinnerungen habe ich an Wahlkämpfe der frühen 90er Jahre, wo zum Beispiel Weppersdorf uns angespuckt haben und als Nazis bezeichnet haben, war der Schwachsinn. Und der Hans Schürz ist seinen Weg gegangen, das war ihm wurscht, ob die paar Wahnsinnigen da spucken oder nicht. Wir sind ins nächste Haus reingegangen und dort war wieder alles Palette. Also das zeichnet ihn einfach aus, diese Hartnäckigkeit. Für den Hans Schürz war sicherlich prägend das Jahr 96 bis 97. Das war der erste Höhenflug in seiner Karriere, nachdem wir schon vorher 5 Jahre gekämpft und gearbeitet haben. Da ist er dann zum Landesgeschäftsführer gewählt worden. Ich kenne den Hans Schürz seit vielen, vielen Jahren und bei ihm merkt man einfach, dass ihm das Burgenland mit jeder Faser ein echtes Anliegen ist und er kämpft auch für das Burgenland. Und was mich ganz besonders gefreut hat, war nach meiner schwierigen Zeit, nach meinem Unfall, dass er immer hinter mir gestanden ist. Und man merkt auch dann, wenn es einem schlecht geht, ob man einen guten Freund hat oder nicht. Das war beim Hans Schürz immer der Fall. Er wird oft von Problemen und Sorgen anderer konfrontiert und findet dann aber immer durch sein menschliches Einfühlvermögen eine passende Lösung für jeden. Seine Hilfsbereitschaft und seine Ehrlichkeit haben ihm in der privaten als auch in der politischen Laufbahn immer den richtigen Weg gezeigt. Was in Hans Schürz auszeichnet ist, dass er vor nichts zurückschreckt. Ja? Also der geht auf Menschen zu, er spricht Leute an, egal ob das jetzt in Jenersdorf ist oder in Kitze, egal in welche Lokale du reingehst mit ihm. Wenn ein 5-jähriger Bub drin ist, sagt er, das ist der Herr Schürz von der FPÖ. Also der Hans Schürz ist so richtig zur Marke geworden für die FPÖ. Und das sind Dinge, die kommen nicht von nichts, sondern die muss man sich erarbeiten. Und Hans Schürz hat das im Laufe seiner politischen Karriere ganz sicher erarbeitet. Also im Großen und Ganzen ist der Hans der geblieben, der er war. Seine wertvollsten Eigenschaften hat er sicher behalten. Und Hans ist noch eine Person, der die Worte Moral, Respekt, Wertschätzung noch kennt. Und das zeichnet unseren Hans sehr aus. Er ist einer, der im wahrsten Sinne des Wortes Handschlagsqualität hat. Und gerade das ist in schwierigen Zeiten oder auch in der Parteipolitik keine Selbstverständlichkeit. Und das zeichnet ihn wirklich auch persönlich aus. Ich bin sehr dankbar, ihn von Beginn an meiner Seite zu wissen. Wir haben ja schwierige Zeiten gemeinsam gemeistert und er ist ein ganz wichtiger Faktor heute in der Freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft, aber eben nicht nur dort, sondern auch für mich persönlich als Mensch. Ich wünsche ihm noch viele erfolgreiche Jahre als Landesparteiobmann der FPÖ Burgenland, als Clubobmann und auch in anderen Funktionen in Zukunft. Es ist wichtig für das Burgenland, dass er weiterhin für dieses Land arbeiten kann. Er ist einer, der sehr hart arbeitet, mit dem man aber auch nach getaner Arbeit zusammensitzen kann, mit dem man auch herzlich lachen kann. Er hat seinen Humor,
niemals verloren. Hans Schürz ist immer treu zur FPÖ gestanden und er zählt zu den wertvollsten Mitstreitern auch von mir von Beginn an. In allen schwierigen Zeiten habe ich mich auf ihn verlassen können und ohne ihn hätte dieser Aufstieg und Erfolgsweg der Freiheitlichen Partei mit Sicherheit in der Art und Weise nicht gelingen können. Ja, fast im Gleichklang mit Bundesobmann Heinz-Christian Strache habe ich die Verantwortung als Landesobmann im Burgenland übernommen. 10 Jahre mit sehr vielen persönlichen Erlebnissen und Empfindungen, welche für mich in meinem Denken hinsichtlich Stärken und Schwächen eines jeden neue Betrachtungen eröffneten. Es ist nicht immer leicht, alle Wünsche und Anregungen zu erfüllen. Die Verschiedenheit der inneren Vorstellungen ist eine Herausforderung für einen Landesobmann. Mein Ziel ist es, dass es im Burgenland Veränderungen und Verbesserungen gibt. Wir brauchen im Burgenland endlich auch ein Landeskindergeld, wo Mütter und auch Väter, die sich entscheiden, bei einem Kind zu bleiben, 1.000 Euro Landeskindergeld bekommen. Das heißt, mehr als die Höhe der Mindestsicherung, nicht einfach mit 436 Euro abgespeist werden. Wir brauchen eine Sicherheit im Land Burgenland, Grenzkontrollen jetzt und auch auf den Verbindungsstraßen. Wir brauchen Arbeit für unsere Leute. Wir müssen die Armut beseitigen. Dieses Programm geht natürlich nur mit uns, nur mit der Freiheitlichen Partei. Dafür stehe ich und dieses Ziel habe ich fest vor den Augen.